Das Wort hält nun die Bundesministerin der Justiz, Frau Leuthauser-Schnarrenberger. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist die Stunde der Demokraten, die Stunde der Verteidiger des demokratisch verfassten Rechtsstaats und die Stunde der Verteidiger der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und unsere Aufmerksamkeit und unser Einsatz und unser Bewusstsein richtet sich gegen alle Gefahren unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, egal aus welcher Ecke der Gesellschaft diese Gefahren kommen. Wir müssen aufmerksam und wachsam sein, immer dann, wenn sich extremistisches, fremdenfeindliches, antisemitisches, aber auch grundsätzlich ideologisch aufgeladenes Denken gegen unsere Werte, die wir in unserer Verfassung verankert haben, in Deutschland breitmachen. In unterschiedlichen Strukturen, mit unterschiedlichen Hintergründen. Aber ich glaube, es bringt uns nicht weiter, Gefährdungen, Entwicklungen gegeneinander auszuspielen. Es geht darum, natürlich einen sehr klaren Blick auf die sich jetzt immer deutlicher abzeichnende Situation auch rechtsextremistischer Netzwerke in Deutschland, Strukturen, Organisationen zu haben. Auf keinem Auge sind wir blind, meine Damen und Herren, und dürfen es nicht sein. Und das heißt, es wird keine Gefahr verharmlost. Aber wir werden auch den Blick genau dahin lenken und richten, wie sind denn die rechtsextremistisch begründeten Strukturen in Deutschland? Lassen Sie mich an dieser Stelle Arthur Schopenhauer zitieren. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Und wir nehmen nicht hin. Weder die Bundesregierung noch die sie tragenden Fraktionen. Wir nehmen nicht hin, dass sich Strukturen breitmachen können, Gedankengut breitmachen kann, ausprägen kann, das zu Verletzungen von Bürgerinnen und Bürgern anderer Herkunft, anderen Glaubens, anderer Ethnie führt. Und deshalb sind wir uns einig darin, dass es an erster Stelle eine wirklich umfassende und schonungslose Analyse, Aufklärung, auch Analyse von Fehlern und Defiziten und Versäumnissen geben muss. Wir reden hier immer auch über die Strukturen, Sicherheitsstrukturen im Bund und Ländern. Und es wäre sehr schön, wenn wir diesen Dialog nicht nur in gemeinsamen Konferenzen wie letzten Freitag gemeinsam führen könnten. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten ihn heute auch hier vielleicht mit Vertretern des Bundesrates auch mitführen können. Und wir müssen den Blick lenken, meine Damen und Herren, darauf, sind Strukturen, die wir erlebt haben, erleben mussten mit fürchterlichen Auswirkungen des islamistischen Terrorismus, vergleichbar mit denen des Rechtsextremismus. Ich glaube, wir müssen auch auf die Unterschiede achten. Rechtsextremismus ist in Deutschland regional unterschiedlich verortet. Es gibt Neonazi-Truppen, es gibt Kameradschaften, es gibt die NPD, es gibt andere Organisationen. Also eine ganz andere Strukturierung und Verortung in unserer Gesellschaft, als wir das in dieser Form mit dem mehr international ausgerichteten islamistischen Terrorismus, natürlich auch mit Auswirkungen und Gefährdungen in Deutschland haben. Und das muss bei den Suchen nach Antworten, wie können nach schonungsloser Analyse Defizite und Schwächen beseitigt werden, mit berücksichtigt werden. Ich glaube nicht, dass man so einfach eine 1:1 Blaupause anlegen darf, dass alles, was auch wichtig war beim Vorgehen gegen islamistischen Terrorismus, so auch auf anders geartete Strukturen verbunden mit Rechtsextremismus in Deutschland passt. Und deshalb werden wir, die Innenminister und die Justizminister von Bund und Ländern, sehr sorgfältig überlegen, was die richtigen Antworten sind. Ohne Zeitverzögerung, mit Nachdruck werden wir überlegen, warum hat es Informationsdefizite gegeben
unstreitig gegeben, innerhalb der Verfassungsschutzverbünde von Bund und Ländern, aber auch zwischen Polizei und Verfassungsschutz auf den unterschiedlichen Ebenen, obwohl doch im Gesetz festgelegt ist, dass eine Verpflichtung zur Information besteht, wenn es entsprechende Anhaltspunkte beim Verfassungsschutz für auch dann Strafverfolgung gibt. Und aus dieser Analyse und aus dieser Bewertung werden dann auch die richtigen Konsequenzen gezogen. Und wir alle sind uns doch einig, dass das natürlich immer nur unter Beachtung des Trennungsgebotes erfolgen und geschehen kann. Das verhindert nicht besseren Informationsaustausch. Es sagt aber ganz klar ein Nein zu gemeinsamen operativen Aktionen von Polizei auf der einen Seite und Verfassungsschutz auf der anderen Seite. Herr Steinmeier, Sie haben das NPD-Verbotsverfahren angesprochen. In Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz steht, dass eine verfassungswidrige Partei vom Bundesverfassungsgericht nur auch dann für verfassungswidrig erklärt werden kann. Und wir sind uns einig, dass auf keinen Fall eines wieder passieren darf, meine Damen und Herren. Dass es ein Verfahren gibt, was damals von Bund, Länder und Bundesregierung gemeinsam in Anträgen eingeleitet wurde, dann beim Bundesverfassungsgericht wegen Verfahrenshindernisse gescheitert ist. Wir dürfen auf keinen Fall ein Verfahren einleiten, das nicht auch die ausreichende Aussicht auf Erfolg hat. Und wenn es eine Analyse gibt, die sagt, wir haben heute Verfahrenshindernisse, wie sie auch damals bestanden, mit Strukturen von V-Leuten in verschiedenen Führungsebenen, dann glaube ich, muss es unsere Verantwortung sein, zu sagen, wir können nur dann diesen grundlegenden Schritt einer Einleitung eines Verfahrens gehen, wenn dieses Verfahrenshindernis beseitigt wird. Und wenn es Gründe gibt, das nicht zu tun, dann muss auch darüber gesprochen werden. Aber dann werden wir nicht sehenden Auges in ein Verfahren gehen, das dann nicht wirklich die Aussicht auf Erfolg hat, die nötig ist, weil es sonst ein zweites Mal wirklich auch zu einer Niederlage all derjenigen kommen würde, die nun aus tiefer Überzeugung gegen verfestigte Strukturen vorgehen, die mit nationalsozialistischem Gedankengut verbunden sind. Und lassen Sie mich ein letztes kurzes Wort, Herr Präsident, sagen zu der kleinen Geste, die wir versuchen zu geben. Im Bundeshaushalt, in meinem Haushalt, gibt es einen Titel. Wir beraten unter den Haushältern immer sehr intensiv bei jenen Haushaltsberatungen darüber, der Entschädigungen für Opfer extremistischer Gewalt, egal aus welcher Richtung diese extremistische Gewalt kommt, möglich ist. Aus diesem Titel sind in der Vergangenheit, weil es keine Anträge oder so gut wie keine Anträge gab, sind aus diesem Titel wenig Gelder abgeflossen. Dass wir in diesem Jahr jetzt, meine Damen und Herren, diesen Titel, der mit 1 Million verankert ist, so wie es die Haushälter beim letzten Haushalt festgelegt hatten für 2011, dass wir jetzt natürlich alles tun, so auf die Art und Weise unbürokratisch, wie es angelegt ist mit diesem Titel, ein kleines Zeichen zu setzen und eine Entschädigung an die Opfer und Angehörigen, an verletzte Opfer zu geben. Das, glaube ich, ist das Mindeste, was wir tun müssen. Dafür haben Sie den Titel geschaffen. Frau Ministerin, lassen Sie dazu eine Zwischenbemerkung oder Frage des Kollegen Beck zu. Halten Sie es für möglich, dass insbesondere bei den Haushaltstiteln, die Frau Schröder zu verantworten hat, der Mittelabfluss deshalb nicht funktioniert, weil hier Hindernisse aufgebaut wurden mit der Extremismusklausel, mit der Beantragung über die Kommunen, mit dem Zwang zur Kofinanzierung, wo wir wissen, dass einerseits die Leute sich diesen Generalverdacht nicht gefallen lassen wollen und andererseits die Kommunen, die diese Initiativen besonders notwendig haben, manchmal nicht bei den kommunalen Entscheidungsträgern das Bewusstsein haben, dass sie diesen Antrag befördern müssen und vielleicht auch die Kofinanzierung zur Verfügung stellen müssen. Und dieser Titel ist nicht auf Unterstützung von Organisationen, Initiativen angelegt, sondern konzentriert sich ganz bewusst so gemeinsam hier im Haus beschlossen auf die Opfer extremistischer Gewalttaten, wie auch auf die Angehörigen. Und deshalb hat das mit der Unterstützung, der Zusammenarbeit, der finanziellen Unterstützung von Organisationen bei diesem Haushaltsansatz nichts zu tun. Frau Ministerin, darf die Kollegin Hendricks noch eine ergänzende Frage stellen?
Sehen Sie denn, Frau Ministerin, einen Zusammenhang in dem Sachverhalt, dass die Behörden bisher bei rechtsextremistischen Gewalttaten 47 Mordopfer annehmen und Zählungen aus der Zivilgesellschaft auf bis zu 150, sogar 180 Opfer kommen? Und mag es daran liegen, dass eben die Nichtanerkennung, Opfer einer extremistischen Gewalttat gewesen zu sein, unmittelbar dazu führt, dass man keinen Antrag stellen kann? Es gibt einmal unaufgeklärte Gewaltverbrechen. Es werden alle die, die man meint, auch nur in Verbindung bringen zu können mit extremistischem, rechtsextremistischem Hintergrund, jetzt ja noch mal erneut auch von den zuständigen Ermittlungsbehörden vorgenommen und untersucht. Wir haben gemeinsam gerungen mit den Haushältern und deshalb auch einen bestimmten Vermerk für den Haushalt 2012 aufgenommen, wie wir besser informieren über das, was auch hier der Staat in kleinem Umfang leisten will. Es ist bei vielen nicht bekannt. Wir sind in Kontakt mit allen Initiativen, Verbänden, die sich da an uns wenden können. Und von daher denke ich, ist es jetzt nicht angebracht und wir können nicht belegen, dass es hier einen solchen Zusammenhang gibt, dass es eine Grundstimmung gäbe nach dem Motto, es gibt keine rechtsextremistisch oder extremistisch motivierten Taten. Und von daher tun wir das, was wir aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse tun können. Und damit das auch 2012 erfolgen kann, wird es ja auch ausreichend Mittel dafür geben. Ich glaube, da gibt es in diesem Haus überhaupt gar keine Bedenken. Auch da sind wir uns einig. Vielen Dank. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die